Was ist eine Anzeigegruppe? Eine Anzeigegruppe besteht aus einer oder mehreren Anzeigen, die thematisch zusammengehören. Oftmals werden die Begriffe Kampagne und Anzeigegruppe fälschlicherweise gleichgestellt. Kampagnen sind für das übergeordnete Ziel wie Leadsgenerierung und ein Budget verantwortlich. Anzeigengruppen spezifizieren die Gebote und die Zielgruppe. Eine Anzeigegruppe beinhaltet Anzeigetexte, dazugehörige Keywords und eine Landingpage. Pro Gruppe sollten ca. 15 bis 20 Keywords verwendet werden und mindestens 2 Texte formuliert werden, sodass man den Erfolg zwischen diesen vergleichen kann. Über Anzeigengruppen könnt ihr entscheiden, wen ihr ansprechen möchtet und wie ihr von der Zielgruppe Aufmerksamkeit bekommt. Dafür sollte sie integrativ und konsistent gestaltet sein. Die Keyword-Gruppen, Texte und Landingpages sollten eng verwandt sein und die gleiche Botschaft haben, damit die Nutzer zu der gewünschten Seite geführt werden. So entstehen durch einen erhöhten Qualitätsfaktor geringere Kosten und eine höhere Anzahl an Conversions, da die Webseite nur Interessenten angezeigt wird. Idealerweise decken einzelne Kampagnen das gesamte Angebot eures Unternehmens ab. Als Beispiel sehen wir uns einen Online-Shop für Schuhe an. Es gibt Sommerschuhe, Sportschuhe und Stiefel. Erstellen wir also eine Kampagne für Sportschuhe. Das Angebot sortieren wir in einzelne Anzeigengruppen. Gruppe 1 – Basketballschuhe, Gruppe 2 – Tennisschuhe, Gruppe 3 – Laufschuhe. Da wir mit den Anzeigen passende Webseiten verlinken möchten, ist es gut, wenn die Struktur, die wir in der Anzeigengruppe implementieren, auch auf der Webseite vorhanden ist. Die Struktur kann sich folglich stark unterscheiden. Es könnte auch vorteilhaft sein, die Kampagnen nach Jahreszeiten zu sortieren oder geografisch, wenn an bestimmten Standorten Räumungsverkäufe erfolgen. Viele Einstellungen sind nur auf der Kampagnenebene möglich. Auf Ebenen der Anzeigengruppen können die Standardgebote für Keywords geändert werden. Auch sollten die Anzeigenerweiterungen auf dieser Ebene vorgenommen werden. In unserem Beispiel sieht man, dass die Zielgruppen der einzelnen Anzeigegruppe nach Sportarten getrennt werden. Sollte der Bedarf an Laufschuhen aufgrund der Jahreszeit zurückgehen, kann die Gebotseinstellung einfach angepasst werden, sodass mehr Budget auf Hallen-Tennisschuhe verwendet wird. Dabei sollte auch bedacht werden, dass eine geringere Nachfrage auch mit niedrigeren Kosten aufgrund der geringeren Klickrate einhergeht. Sind thematisch passende Keywords in einer Anzeigegruppe zusammengefasst, werden die Anzeigen gezielter an die potenziellen Kunden gebracht. Die Anzeigen haben höhere Relevanz für die Interessenten, was mit einer höheren Anzahl von Conversions einhergeht. Über den Status im Dropdown-Menü im Bereich Anzeigengruppen kann ausgewählt werden, können die Gruppen pausiert, entfernt oder fortgesetzt werden.